Es gibt Rot. Es gibt Rot und es gibt auch gegen Bollrot. Das überrascht mich. Also Reto Bollrodit, das ist, denke ich mal, zumindest grenzwertig. Das können wir dann nur mit Zeitpunkten nochmal versuchen aufzulösen. Aber ich würde mal einschätzen, noch bitterer für Hansa Rostock. Die verlieren ihren Kapitän, der zuletzt in guter Form war, heute nicht wirklich, aber... Boah, Fabian Boll, haben Sie gehört? Das ist... Schade, oder wie man auch sagt. Das ist die Aktion von Reto. Allein das ist für mich schon rot. Also das ist eine Tätigkeit. Da, schauen Sie mal den Gesichtsausdruck. Und dann ist das eine Tätigkeit. Dann ist es ein Kopfstoß gegen Boll. Also spätestens das war rot. Das Foul, dunkelgelb würde ich sagen. Und das andere ist ein Kopfstoß gegen Boll. Der kommt auf ihn zu und dann kommt ein Kopfstoß direkt vor den Augen von Baba Grafati. Ist für mich völlig unverständlich, warum Boll da vom Platz gestellt wird. Direkt vor den Augen des Referees. Also das Foul hier an Naki, das ist dunkel, dunkel, dunkelgelb. Vielleicht sogar schon rot, aber das spätestens ist rot. Und das natürlich Ebbers und... Also Ebbers versucht ihn da irgendwie zu halten. Wenn Ebbers da noch gelb sieht, würde ich es noch verstehen. Aber Boll, ne. Also das kann ich nicht nachvollziehen.